kommerzielle Milieu. Eine Kellerassel begrüßt sie hier mit gregorianischem Gequassel. Guten Abend, ihr lieben Menschen aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsnetz. Guten Abend, Girls und Boys. Hier begrüßt sie der Tersites vom Lützowplatz, das Ungeheuer von Loch Neuss. Guten Abend, auch du politischer Banause. Wir können hier richtig deutsch diskutieren, richtig deutsch. Wir haben Verbandzeug im Hause. Ich will gleich mal so fragen, könnte man nicht die Todesstrafe einführen für Leute, die sie vorschlagen? Quicki Bundes, Mickey Maus, Quicki Maus, Felix von Eckert streut Gerüchte aus. Adenauer liest chinesische Gedichte. Chinesisch entspricht seinem Wesen, das soll uns mal erst einer nachmachen. Mit 88 noch senkrecht lesen, das jüngste Gerücht. Augenblick mal eben, ja? Augenblick mal eben. Das jüngste Gerücht hat mir Felix von Eckert erzählt, Adenauer will jetzt doch Brigitte Bardot heiraten. Ich sage, na und, muss er. So, meine Damen und Herren, damit hätten wir zunächst mal die Kühe im Karlauern hinter uns. Die Referenz an die westdeutschen Gäste wäre erwiesen. Wir kommen zur Pflicht. In Abwandlung eines sehr bekannten Flüsterwitzes staune ich aber doch immer noch, wie viele Deutsche intelligent, ehrlich und wiedervereinigungsgläubig sind. Ja, das ist auch wahr. Diese drei Eigenschaften treffen nie auf einmal zu. Entweder wir sind intelligent und ehrlich, dann sind wir nicht wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht... Aber wer will schon dämlich sein? Kein Mensch. Nein. Wissen Sie, man hat manchmal so Situationen, wo man ein Generalpardon braucht. Und ich habe einen wunderbaren Satz dafür gefunden. Persönlich, auch was den Bildungsnotstand betrifft, nicht wahr? Persönliche Dummheit ist nun mal eine gesellschaftliche Vernachlässigung. Wenn man so aufgeklärt ist, kommt man durch, sage ich Ihnen. Und ich will Ihnen sagen, das ganze Tamtam mit hin und her. Ich war jetzt während der Passierscheintage auch drüben im Osten, hab Onkel und Tante in Treptow besucht. Ja, also meine Oma in Zehlendorf, die habe ich schon 10 Jahre nie gesehen, aber nicht dran rühren. Auf jeden Fall war ich ohne Passierschein drüben, habe an der Grenze einen kleinen Terror ausgeübt, habe zu dem Fopo gesagt, ich habe noch Schulden von 59 in der HO, ja, nur wusste der gar nicht, kickt er mich erst so eine Weile an. Wie wir uns lange genug angeguckt haben, merke ich auch, muss er wohl doch den Film von Staudte, Der Untertan, gesehen haben, genau wie ich, und die Konsequenzen daraus gezogen. Gehen Sie bezahlen, sagt er, ich also rüber. Bevor ich zu Onkel und Tante nach Treptow raus bin, bin ich erst mal drüben, Frankfurter Allee, Kaffee Budapest, 3 Flaschen Krimsekt richtig gegessen, dann leise raus, Zeche geprellt, mache immer Schulden drüben. Ja, natürlich, wie sollen sonst das Regime zusammenbrechen? Na, ich tu doch wenigstens was, und wenn ich mich überfresse, nicht? Ja, glauben Sie, es ist angenehm? Da muss man auch was leisten, mein lieber Freund. Denn ist doch ganz klar, ist doch logisch. So ein Regime fängt ja nur gerade nicht, also sagen wir mal, unter den Linnen hinterm Regierungsschreibtisch an zusammenzubrechen. Das beginnt ja doch in der kleinsten Zelle eines Staates zusammenzubrechen, nicht in der Familie. Hab dann also Onkel und Tante in Treptow besucht, sehr herzlicher Empfang. Also, wenn ich ehrlich sein soll, Onkel hatte richtig was Gesamtdeutsches in der Pupille, wie er mich so begrüßte, nicht? Nee, das Neue noch nicht, das kennt er ja nicht, weil Zeitungsaustausch, da machen die wohl erst die Zeitung, die sie mal tauschen wollen, na schön, also. Aber er sagte gleich, ach, ist ja eine ganze Menge passiert inzwischen, sagt er, wisst ihr, ich muss ehrlich sagen, dieser Nikita Khrushchev, also, ich fand, das war ein sehr ordentlicher Bauernjunge, ja, hat er eh einen Fehler, der Mann, sagt mein Onkel, nicht, war kein Kommunist. Ich sage, ja, Onkel, da magst du recht haben, das hat ihm nämlich in West-Berlin auch sehr geschadet, sag ich, ja. Also, Sie sehen, ich habe dialektisch mitgehalten, da gibt's nichts. Sagt er, naja, aber vergiss eins nicht, dieser Mann hat doch in der Sowjetunion immerhin das Überleben eingeführt, sagt er, ja. Während sich aber euch manche immer noch so, sagen wir mal, aus einer Buchhandlung von hinten, nicht, mit einem Gewehr aus dem Auto. Und da hatte er übrigens das Gesamtdeutsche in der Pupille, sagt er, ein Glück, dass dieser Oswald-Mörder Rubinstein heißt. Stell dir mal vor, der heißt Müller, Meier oder Schulze. Ja, würden die Leute noch glauben, der ein Deutscher. Ich sah, Onkel sagt, wisst, also in dem Sinne kann ich nur wirklich nicht sagen, dass wir bei uns noch Antisemiten sind, ja?
höchstens nur im kleinen Kreise, nicht? Und dann auch nur, wenn der ägyptische Botschafter zum Tee ist. Also ich musste tatsächlich meinen eigenen Onkel erstmal aufklären, nicht unnötig Charakter verspritzen, ja, ja. Ich musste meinen eigenen Onkel erstmal aufklären, dass das bei uns nun nicht mehr so gehirnlos ist wie früher, ja? Ich sag, Onkel, wo es lohnt, ja, und wo es nicht lohnt, lässt man es weg, wenn es nicht einbringt, nicht? Da muss man ja wissen, dass mein Onkel ein irre labiler Typ ist, also. Der ist nach dem 13. August, wo sie da gebaut haben, ist der bald Kommunist geworden drauf, nicht? Ich habe ihm immer geschrieben, hör dir nicht die politischen Kommentare im Sender Freies Berlin an. Nein, er also, Physikroni, Deutschland-Sender war ihm wohl irgendwie zu langweilig, hat er immer gehört im SFB hier, Dieter Käufler, Herbert Hausen, nicht? Da ist er so sukzessive, ohne es zu merken, in die SED reingerutscht, ja. Der ist so Kommunist, wie ich früher Nazi war, halb so schlimm, wirklich. Meine Tante, ein echtes Familienproblem, Altkommunistin, seit der Spiegel-Affäre. Ich sah, Tante sagt, wie lange willst du denn in der SED in der Partei bleiben? Sagt sie, bis bei euch der Prozess gegen den Spiegel. Also die Frau hatte schon immer so einen Veteranenkomplex, nicht? Ja, die will man mal eine so auf modern gepeitschte Clara Zetkin, sowas will die mal werden, nicht? Onkel meint ja jetzt so, 3 Millionen Kommunisten von der Sorte hätten sie da drüben. Was zeigt 3 Millionen? Ja, sagt er, so viel habt ihr geschafft. Also so ist es nicht, Leistung erkennen sie an, ja. Ich sah 3 Millionen Kommunisten, Mensch, dann wird es ja mit der Wiedervereinigung, wie ich sie gelernt habe, schwer, nicht? Also, es sei denn, wir stellen den sozialen Wohnungsbau hintan während der Vereinigung und bauen erstmal Gefängnisse, damit der Strafvollzug hintereinander weg. Naja, wir wollen ja auch mal was gelernt haben, nicht? Na schön, dann haben wir noch was gegessen, gab polnische Ente. Ich hatte eine mitgebracht, die hatten aber auch eine da. Kommt ja vor, wenn die Enten gut sind, nicht? Waren sie höflich, haben meine gemacht. Ich wollte gerade so den ersten Bissen Ente nehmen, da sagt Tante noch zu mir, sagt sie, sag mal Junge, gibt's denn nur ein Leben nach der Wiedervereinigung? Also ich hab die Ente erstmal runtergeschluckt, ja, war ja sowieso meine, nicht? Ich sag, Tante, lass mal doch bitte mit den mythologischen Dinger in Ruhe, ich will hier mit der Wiedersehen essen, nicht? Ich meine, wenn sie schon gut kocht, braucht sie mir ja nicht mit so tückische Fragen noch zu kommen. Onkel, der hatte nur eine Bitte, der sagt, sag doch nicht immer so laut da drüben, Wiedervereinigung. Wenn ihr mit dem Wieder anfangt, sagt, da kommt ihr gar nicht bis zu dem V, wenn die Russen und die Polen wieder hören, dann zucken die so zusammen. Wenn die richtig zucken, sagt er, erschreckt ihr euch und es wäre wechselseitig, sagt er. Und es ginge ja noch, sagt er, und da hatte er wieder das Gesamtdeutsche in der Pupille. Es ginge ja noch, sagt er, aber auf beiden Seiten keinen Luftschutz und da hat er recht. Nein, man neckt sich nicht, wenn man nicht vorbereitet ist. Das macht man nicht so weit. Ich kann bei uns auch diese Typen nicht leiden, diese Heimlichtour, die mal abends mit der Aktentasche ins Bett eilen und sagen, sie haben noch zu tun. Angst haben sie. Richtig Angst. Da kann einer über 90 sein, der rechnet sich unter der Bettdecke immer noch eine kleine Chance aus. Sagt aber nicht, warum. Man kann den Mann gar nicht aufklären. Kann man gar nicht. Ich habe meinen Onkel jedenfalls schwer aufgeklärt. Da können Sie sich drauf verlassen. Also nicht, dass ich ihn irgendwie, also ich habe ihn bestärkt. Ja, ich habe gesagt, es war ja dann 11:30, da musste ich ja auch wieder rüber, nicht? Ich wollte ja auch den Fopo nicht im Stich lassen, ja. Ich sage, Onkel, also pass mal auf, geht schon alles klar, sage ich, die Vereinigung kommt, zeigt. Das habe ich schon während der letzten Passierscheintage gesagt. Da kannte ich die Veranstaltung vom Kuratorium Unteilbares Deutschland noch nicht, nicht? Da habe ich ihm schon überzeugend gesagt, die Vereinigung kommt, zeigt. Eines Tages steht sie vor der Tür. Bist vielleicht gar nicht zu Hause, sag nur so zu ihm. Um da so ein bisschen Humor in den Abschied reinzubringen. Naja, also, ich sage, kümmer du dich mal gar nicht um die Vereinigung, das machen wir nämlich von drüben aus, sag, ja, weil, ob wir wollen oder nicht, nicht, also, wir machen uns ja geradezu strafbar, wenn wir es nicht tun, sag ich. Bei uns steht es ja noch vor dem Grundgesetz, jeder Deutsche bleibt aufgerufen. Ich sage, Onkel, sag ich, morgens, wenn wir aufstehen, sind wir schon wegen der Vereinigung unterwegs, sag ich, ja. Wenn es dann eben abends nur mit einer geklappt hat, Gott, man hat sich bemüht, nicht wahr? Also, ja, bemühen sich zu viel drum, sag ich, nicht? Das würde ja alle zerredet, nicht? Macht gar keinen richtigen Spaß mehr. Also, wer eben das deutsche Schweigen, sage ich, ja, der Film ist noch nicht fertig, aber da kommen nur wirklich echte Ferkeleien rein, nicht? Ich sage, das Problem der Wiedervereinigung, das muss erstmal leise angepackt werden, nicht Stiekum, also wie sagt man, Schockemöhle, Hinterhand und so weiter, um hier auch mal das westfälische Ohr zu befriedigen, ja. Ich sage, an das Problem der Wiedervereinigung, da dürfen auch nur die entscheidenden Leute ran, nicht? Nur wissen die zu spät, kommen wir wieder nicht, was da drin ist. Ja. Bildungsnotstand. Ich
Sag, eines Tages schmeißen die Leute oben die Bombe raus. Ja, dann legen wir die abgenutzten Worte mal einen Moment beiseite. Nicht, um sie zu vergessen, sondern nur, um, sagen wir mal, also den Notstand zu überwinden, nicht wahr? Den sagen wir nicht mehr Freiheit eine Weile, den sagen wir mal ohne Unfreiheit. Bedeutet dasselbe, klingt neu, reißt mit, ohne Unfreiheit. Aber Frieden, Selbstbestimmung, ohne aber selbst. Irgendwann fällt uns ein, hat mein Onkel gesagt, ja? Irgendwie untenrum oder sowas. Erst wenn das Volk von Berlin in seiner abstrakten Gesamtheit völlig gegenstandslos geworden ist, dann wird dieses dumme Gerede von den drei deutschen Staaten aufhören. Mensch, was sollen wir denn zu dritt? So eine typische Tucholsky-Sauerei, Gripsholmi und so. Eher taufen wir die Augsburg-Jan-Brecht-Straße um, nicht? Ja, wegen Verfremdung, sage ich doch. Ich habe hier noch etwas Lyrik vom deutschen Zyniker-Treffen aus Bad Godesberg. Aus der Zyne für die Zyne. Ich freue mich so zu jeder Zeit und tu ins Päckchen Ost ein Trockenblümchen zwischen Dr. Oetkers Puddingpulver, ein Viertelchen Kaffee und eine Schneck vom Bäcker, ein Amerikaner, weil der liebe Gott steckt im Detail. Ich send noch stets zu Ostern, Pfingsten, Weihnacht, nach Potsdam und nach Merseburg das obligate Fettpaket, das mich vom Denken frei macht. Und habe ich mal Bedürfnis, mich besonders liebevoll zu zeigen, schicke ich schnell Schmalz nach Neuruppin mit ein paar Trostesworten drin, dann darf ich weiter schweigen. Ich danke Gott und wünsche mir, dass es so ewig bliebe, dass ich noch lange helfen darf. Hauptsache ist, man schießt nicht scharf, das ist die deutsche Liebe. Das Ding soll dieses Jahr zu Weihnachten in Paderborn als Krippenspiel inszeniert werden. Kann ja süß werden, nicht? Ich habe hier einen Textentwurf für den Spandauer Motettenchor. Ja, die haben bei mir so eine Art Situationsmotette bestellt für die baldige Entlassung Baldur von SCHs. Da möchten die so ein bisschen was Kulturelles, weil der zu erwartende Ansturm der Industrie wird stark sein, möchten die so ein bisschen was Kulturelles aus Mehrzweckkehlen kullern lassen, so eine Art zwölftürige Musik. Glenn Miller, Glaube und Schönberg, alles durcheinander, eine eigenartige Mischung. Könnte einer sagen, Moment mal, Schönberg, die Musik gab es doch gar nicht im Dritten Reich. Stimmt, leider gab es die nicht. Aber ich kann aber auch die Leute nicht verstehen, die immer sagen, mich gab es ja gar nicht im Dritten Reich. Ich bin ja für diesen Zechnentbich-Bumerang und die tausend anderen kleinen Jahreskleinigkeiten überhaupt nicht verantwortlich. Ich bin ja erst nach 1945 nach Deutschland zurückgekehrt, beziehungsweise geboren worden. Wenn heißes und kaltes Wasser so zusammenfließen, dann ist es da auf der Strecke lauer, ne? Und dann wollen die Leute hier hinten nicht lauer wieder in heiß und kalt trennen. Gab's das schon mal irgendwo? Ich meine, auf der Industrieausstellung oder sowas? Ich will damit nur ganz zärtlich andeuten, dass man Vergangenheit und Gegenwart rein wassermäßig bewältigen kann. Man muss nur richtig ziehen, dann spült es so weg. Naja, schön. Das Ziehen haben wir verpasst. Nur wollen wir mal versuchen, ob wir mit demselben Wasser noch eventuell die Zukunft bewältigen. Ich weiß nicht, können Sie sich noch an diesen utopischen Historiker, gibt's sowas? Nee, historischen Utopiker, Professor Hoggen erinnern? Hitler war im Grunde seiner Seele blond, hatte immer etwas Hirse in der Hose. Naja, schön vergessen, war nicht wichtig. Aber der möchte ja nun zur 20-jährigen Wiederkehr so eine Art, wollen wir mal sagen, dokumentarischen Kurzspielfilm herstellen. Arbeitstitel Spätheimkehrer Adolf Hitler. Also der Mann trifft nur im Lager Friedland irgendwie ein. Das ist also sehr wichtig, das irgendwie ist sehr wichtig dabei, ja. Irgendwo abgeschoben, nicht wahr? Nur trifft er ein. Und nun Untertitel Das große Zittern laut Hoggen in Bonn in den vielen Ministerien. Die Nazis, die nur zittern, dass der ehemalige Führer verraten könnte, dass sie in Wirklichkeit gar keine Nazis sind, auch nie welche waren. Eine völlig neue Dramaturgie, wie Sie bemerken. Weil Hoggen behauptet eben, dass die Leute sich nur verstellen um das Vertrauen des deutschen Volkes und so weiter. Na ja, schön. Also wenn es nicht Hoggen wäre, könnte man ja noch mal hinhören, nicht? Ich glaube, Mitglied der Historischen Kommission zu Berlin soll er wohl nicht sein, dieser Hoggen, ja, aber korrespondierendes Mitglied der Kläranlage Ruhleben soll er jetzt gewesen sein. Der sagt ja nur auch, dass in West-Berlin in 20 Jahren garantiert Walter Ulbricht Gedenkkonzerte durchgeführt werden. Weil er meint, dass in 20 Jahren in West-Berlin endlich sich in den Köpfen der Leute geklärt haben wird, dass Ulbricht doch einer der größten Antikommunisten war, die es gab. Dass er als einer der wenigen in der Lage war, die Deutschen dazu zu bringen, den Kommunismus pauschal, ohne ihn näher anzugucken, zu untersuchen, abzulehnen. Ich meine, wenn es nicht gerade Hoggen wäre, ja, dann wäre ja auch da wieder. Überlegen Sie mal, wenn in den vergangenen 15 Jahren auf dem Stuhl des Staatsratsvorsitzenden nur eine etwas weniger abstoßende männliche Erscheinung gesessen hätte.
Vielleicht ein aufgeschlossener, konzilianter, freundlicher, vielleicht sogar noch sehr, sehr sympathischer Mann. Ich habe gerade kein besseres Beispiel, nehmen wir mal mich, ja? Entschuldigung, Heinrich Alberts ist mir im Moment nicht eingefallen. Entschuldigung. Aber Moment, nur habe ich den Stuhl mal, nur behalte ich mal eine Sekunde nur. Warum denn nicht, wenn ich so lächle, nicht? Neulich hat sogar der Intendant vom Sender Freies Berlin zurückgelächelt. Das war wie Kriegsausbruch. Seit 5.45 Uhr wird zurückgelächelt. Also Ulbricht behauptet nun eben, nein, nicht Ulbricht, Hoggen, Entschuldigung, nicht doch. Das darf man ja da wirklich nicht zusammenwerfen, das ist ja nur Quatsch, nicht? Also Hoggen behauptet, dass in 20 Jahren Ulbricht nicht in den Köpfen der Leute gestorben sein wird, sondern, wie ich schon so sagte, als angenehme Erscheinung, weil, also wer heute fortschrittlich sein will, ich meine, bitte, bitte, bitte. Tot soll er wohl sein in 20 Jahren. Ja, nicht Krebs, Hummer. Nein, nein, Moment mal, Augenblick mal. Der Vorsitzende der Jungen Union West-Berlin soll ihn in 2 bis 4 Jahren zum Cocktail geladen haben. Seitdem hängt Ulbricht als Schrumpfkopf im Pergamon-Museum. Drunter hängt ein Schild, mein Gott, war das ein trockener Martini. Na schön. Ich muss Ihnen schon wieder ein Kompliment machen. Ihr Lachen hat sich wirklich in den Grenzen der Brutalität gehalten. Da kann man nichts sagen, also wirklich. Und ich will Ihnen sagen, es war ein bisschen eine Verlade bei dieser ganzen Textsequenz jetzt. Ich meine, ich wollte wirklich mal die Gefühle meines Publikums näher kennenlernen. Wenn man schon mit Ihnen spielen will, dann muss man sie ja auch. Ja. Alles, was ich bisher sagte, soll allerdings auch in dieser Motette für Baldur drin sein, ja? Damit der Mann einen gewissen Überblick bekommt. Der kommt nur also viel zu spät, nach 20 Jahren geläutert raus. Nicht nur soll ihm ja diese Läuterung nur auch nicht zum Schaden gereichen, nicht? Bisschen verschleppte Fähnleinführer-Romantik darf mit drinne sein, aber nicht zu erkennen. Getarnt als Twent, Textillyrik, Trevierer, Trevierer, undurchlässig quasi. Weil ja auch das Raubtier nie zu besichtigen ist. In keinem Zoo der Welt kann man es sehen, hat sich aber über die ganze Welt ausgebreitet. Ich kann es meinem Kind nicht mal aufmalen. 1964er Werwolf-Geheul, am besten zu hören beim ins Bier starren. Echter deutscher Jatz zwischen Schuld und Hals. Viel Polizei in den Straßen. Ich habe ja vergessen. Das Ganze wird gesungen aus einem Scheckheft der Commerzbank heraus. Die Damen haben neue Stiefelsorten. Manch Polizist sagt Marsch. Der Ballischuh spitz hindert am Marsch. Leder auf der Wade. Na, Gold und Silber im Ohr. Baldur, komm hervor und betrachte doch gelassen, was du hinterlassen. Schau nur, wie fröhlich hier einer singt, freundlich und fett, fair und satt. Einer, der nun schon zweimal eine Ära überlebt hat, Begnadigter der Geschichte und des eigenen Gewissens. Herr Ober, 2 Bier, wir wissen's, bitte nicht quälen, bitte nicht Auschwitze erzählen. Viel Polizei in den Straßen. Lässt uns auf Zebrastreifen traben, lässt uns bei Gelegenheit ein reifes Leben hinter uns haben. Blech, Schaden, Unfall, Tod, Parkplatznot. Professor Eiermann, schmucklos und karg, erfindet den Senkrechtsarg. Vorbei, der prunkvolle, waagerechte Krieg, Eisentod, Parkplatznot. Die festgelegten Köpfe in den vollgestopften Truhen sollen ruhen. In der Küche kocht der Sebo mit dem Teer aus der Hand. Für die Frust auf Brücke. Schon gehört, am 10. Mai 65 taucht der Bohrmann auf. Da sind die Verbrechen verjährt. Die Mauer bleibt stehen bis nächstes Jahr. Die Queen aus England muss sie noch sehen. An und für sich haben wir den dicken Laurel und Hardy, dick und doof zwischen Oder und Rhein, Paterchum in Paris, Chaplin müsste im Kreml sein, Buster Keaton im Weißen Haus, im Vatikan, Monsieur Hulot. Es regieren die grauen Stare, jeder ist froh, denn jeder hat Sehnsucht nach dem hysterischen Lachen der 20er Jahre. Ein Skandal ist anzukreiden. Einer im Rentenalter aus Magdeburg will nicht in den Westen, kann die Verwandten sowieso nicht leiden. Ja, 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 ja.
Hier kommt noch das Orchester der Berliner Schutzpolizei hinzu, damit die Sache ein bisschen Stäuben im Hintergrund kriegt. Kann sehr würdevoller Empfang werden, ja? Danke, danke, ist erledigt. Ja, ja, kann sehr würdevoll werden. Wir kommen sofort zum Nachtprogramm. Im Nachtprogramm hören Sie heute Professor Schütz-Bogut-Grewe von der Europäischen Strohhutgießerei. Sehr interessant. Professor Schütz-Bogut-Grewe ist einer der ersten Professoren, der einen Lehrstuhl für Germanistik in Köln-Nippes mit einer 5 in Deutsch erklommen hat. Das Grundprinzip seines Lehrplanes hält die Sprache als Verständigungsmittel für überholt. Professor Schütz-Bogut-Grewe ist der Meinung, die chinesisch-französische Wasserstoffbombe sollte möglichst auf dem John F. Kennedy-Platz ausprobiert werden, sodass sich das Problem 3 Tage Berlin, 3 Tage Bonn von alleine reguliert. Bayern sollte zumindest ein Botschafteraustausch mit Rotchina erwägen. In Rott am Inn übt man schon Erbsensuppe mit Stäbchen essen und weitere alle Manieren der Hugenotten. De Gaulle, der Kinski des europäischen Chauvinismus, gibt Folgendes bekannt. Die Chinesen sind ja im Grunde ein grausames Volk. Was die später mit uns alles machen wollen, nur weil wir sie heute hungern lassen, schauen Sie mal. China wird ja überhaupt nicht richtig anerkannt. China wird nur benutzt. Die Wörter Mong, General und De Gaulle werden vorübergehend zusammengezogen zu Mongol. Sehen Sie mal, sagt Professor Schütz-Bogut-Grewe, wir haben ja sowieso noch eine weiche Stelle, Japan. Aber der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Strumpfhosen hat Folgendes festgestellt. Die Japaner verzichten ja ohne weiteres auf Harakiri, wenn französische Weinbergschnecken zum Beispiel in deutsches Sauerkraut eingebettet, in genügender Menge geliefert. Also lautet die deutsche Übersetzung des Wortes Kybernetik, Tischlein deck dich, Knüppel aus dem Sack. Abschließend meint Professor Schütz-Bogut-Grewe mit einem Gedicht von Mao, mit einem katholischen Japan, mit der spanischen Garotte und der Rheindampferflotte und der charlemannischen Bombe werden wir die pseudo-europäische Inbrunst gen Osten tragen. Europa geht bis Sibirien! Und dann aber schnell zurücklaufen, bevor der Winter wieder einbricht. Aber was ist denn nun, wenn der Winter einbricht? Ich habe da hier zum Beispiel aus unserer Boutique, wenn Sie sich dafür interessieren, das ist nicht etwa der neue Böll-Entfernung von der Truppe, nein, das ist die Vize-Admiral Haie-Puppe. Können Sie sich noch erinnern? Ja. Ja, den kann man biegen, den hat Gerstenpeier ein paar Mal in der Hand gehabt hier irgendwie. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nach 1945 nochmal in die Verlegenheit käme, einen Admiral wegen Zivilcourage in Schutz zu nehmen. Aber Sie wissen ja, dass wir im Ernstfall, Sie wissen, was der Ernstfall ist. Ich meine, das ist ja bekannt. Was machen Sie im Falle eines Atombombenangriffs? Ich hülle mich in mein Bettlaken und gehe gemächlich zum Friedhof. Warum gemächlich? Damit keine Panik ausbricht. Also Sie wissen, dass wir uns im Ernstfall wirklich alle mit Kochlöffeln und Schlagzeugbesen, alles was wir haben, müssen wir uns im Ernstfall, das weiß man seit Falleck, so weit ist man aufgeklärt, müssen wir uns vor die Bundeswehr stellen. Es ist unsere Pflicht. Ja, 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 ja. Und da ich, also wie gesagt, merke, dass es doch um unser Leben geht im Ernstfall, glaube ich, habe ich mir hier mal so eine kleine innere Führungskettenreaktion zurechtgelegt, um der Sache zumindest mal oberflächlich nahe zu kommen. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis, etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant sagt zum Hauptmann, Befehl vom Oberst, seltenes Schauspiel. Morgen um 9 ist Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird es erklären. Der Hauptmann zum Leutnant, Schauspiel vom Oberst. Morgen früh 9 Uhr im Drillich, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird es erklären, falls es regnet natürlich nur. Seltenheitswert passiert jeden Tag. Der Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillich die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist und wenn es regnet, dann natürlich um Kasernenhof. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Verfinsterung des Obersten im Drillich wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler da sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ja, ich weiß. Der Oberst will unser Drillich verfinstern. Aber das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ihr einen machen. Schauspieler sollen selber bekommen.
Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Bitte jetzt im dritten Programm Gehirnstriptease für Exilsüchtige, Mauergrips im Plastikbeutel, Erziehung zum Klickendenken, von Bach die Kantaten, von Krupp die Chemiegranaten, von Ernst Wichert Gemüt, das einfache Leben kommt immer an, gut verpackt von Bertelsmann. Schauen Sie mal, Geist, richtig schöner Geist, findet in Deutschland in Radio und Fernsehen zur Gespensterstunde statt. Oder auf dem Kanal 39. Der kleine Mann muss schlafen. Die deutsche Gehirnpygmäenzucht fürchtet nichts mehr als Zusammenhänge begreifen. Denn dies bringt wirtschaftliche Nachteile mit sich. Das ideale MNET und Allensbach-Mannequin ist der mit mindestens 37 Teilzahlungsverträgen belastete deutsche kleine Mann. In ihren schlimmsten Träumen fürchtet Mutter Allensbach eines Tages den Aufstand der Durchschnittsbefragten. Was, nee, Frau, sind Sie denn nur lieber? Nölle oder Neumann? Was macht man dann? Dann ist man nur noch die Frau seines Mannes. Trösten wir uns damit. Der kleine Mann hat doch überhaupt keinerlei Beziehung zu dem, was Ortega unter Rebellion versteht. Kerzen im Fenster genügen. Der Gardinenumsatz der letzten 2 Jahre beweist es. Die Gesellschaft zur Weiterverwendung von Panorama-Redakteuren spricht allerdings von einer Verstopfung des illustrierten Marktes. Der kleine Mann lacht gerne über Milovic, Gerstenmeier lacht gerne über Sebastian Haffner. Unser Problem lautet, wie schaffen wir den umgekehrten Fall im dritten Programm? Der kleine Mann ist ja letzten Endes doch eine Fiktion, ein Homunculus, ein Leporello, um ein Beispiel aus der Bibel zu nehmen. Barhäuptig bis zur Selbstaufgabe. Möbelhübner hat auf der Kölner Hausratsmesse das neue Fernsehklosett auf den Markt geworfen. Eine volle Bierblase zwingt nun nicht mehr zum Verlassen des Raumes und zum Verpassen von Megalines, hätten Sie auch mal gemusst. Wir glauben an die Unantastbarkeit des augenblicklichen deutschen Bildungsstandes. In der Weltrangliste an 39. Stelle, mit Uganda auf gleicher Höhe, womit ich nichts gegen Uganda gesagt haben will, denn Uganda ist erst seit 2 Jahren souverän. Ausgezeichnet. Wirklich, Sie haben schon was gelernt. Psst, ich gucke jetzt nur mal eben was. Wunderbar. Also wenn ich so ein bisschen was Oberlehrerhaftes hätte, würde ich ja so manchmal sagen, was habe ich da eben gesagt? Ja, aber das habe ich ja nur Gott sei Dank nicht. Nein, ich habe jetzt den Eindruck, da sitzen Leute unten, die haben was dagegen, was ich hier sage. Ja, und das macht die Illusion für mich perfekt. Verstehen Sie? Da habe ich den Eindruck, ich habe noch einen Sinn hier. Ja, das ist einfach. Einen Moment mal. Ich wollte nur noch was sagen. Ich verbeuge mich normalerweise hier nie im Keller. Ja, ich hau immer gleich ab, weil ich so fertig bin hinterher, ja. Aber heute, da muss ja noch der Arbeitskräfteverschleiß rein namensmäßig ab. Also während ich hier spreche, läuft im Fernsehschirm, laufen die Namen immer da so runter. Wer da mitgemacht hat, ist ja auch wichtig wegen der weiteren Verwendung, nicht wahr? Und da wollte ich Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt noch einen Moment applaudieren würden, ich nehme es nicht alleine für mich, sondern für die Kameramänner.